Space Potential was a major step forward in this regard. Für uns Grüne im Europäischen Parlament ist die Menschenrechtssituation in Russland sehr wichtig. Wir beschäftigen uns sehr mit der Unabhängigkeit der Justiz, insbesondere die Fälle zu Schodorkowski oder zu Magnitsky, wo ganz deutlich gesehen wird, dass die politische Sphäre immer in die Justiz eingreift. Das Zweite ist, dass Russland ein Gesetz nach dem anderen verabschiedet, nichtstaatliche Organisationen und Menschenrechtsaktivisten einzuschüchtern und deren Arbeit zu erschweren. Jetzt werden sie sogar als ausländische Agenten bezeichnet. Das müssen sie sagen, wenn sie weiterarbeiten wollen. Und dagegen wehren wir uns. Und der dritte Punkt ist, dass es immer noch sehr viele Fälle gibt vor dem Europäischen Menschenrechtsgerichtshof zu den Verbrechen wie Verschwindenlassen, Morden, Vergewaltigungen, Plünderungen im Tschetschenienkrieg. Und auch hier ist Russland mehr als säumig und setzt diese Entscheidungen nicht um, beziehungsweise behindert auch die Arbeit des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. Und jetzt freuen wir uns, dass wir die feministische Punkband Pussy Riot bei uns hier im Parlament haben, weil die mit ihrer spektakulären und mutigen Aktion ein weltweites öffentliches Interesse wieder auf Russland gelenkt haben. Und es ist sehr gut, ihnen zuzuhören, wie wir die Menschenrechtsagenda hier neu bestücken können. Also herzlich willkommen hier im Europäischen Parlament, zwei junge Frauen von Pussy Riot, die unglaublich mutig, kreativ in Russland Protest gegen diesen Gast Putin gemacht haben. Wie geht es euch momentan in Russland? Die Schwierigkeiten mit den Gerichten gehen weiter. Das Verfahren vor dem Gerichtshof in Straßburg ist anhängig. Wir warten auf die Entscheidung der Aufsichtsbeschwerde vor dem Moskauer Stadtgericht und bereiten uns schon auf die Beschwerde vor dem obersten Gerichtshof vor. Dann ist es natürlich noch so, dass unsere Freundinnen in einer schwierigen Situation sind. Mascha ist den achten Tag im Hungerstreik, ist komplett isoliert von jeglicher Information. Weder ihre Anwälte noch Menschenrechtler sind bislang zu ihr vorgedrungen. Und bei Nadja sieht die Situation ähnlich aus. Nachdem ihr Antrag auf Entlassung auf Bewährung am 26. April abgelehnt worden ist, ist sie komplett auch von jeder Information isoliert. Es ist bezeichnend für die Situation in Russland. Wir haben im Dezember vorigen Jahres das Europäische Parlament eine Resolution beschlossen, in der die unmittelbare Freilassung der Pussy Riot-Frauen gefordert wird. Ich weiß auch, dass Maria Aljochina in einer schwierigen Situation sich befindet. Ich habe Putin geschrieben, der im Dezember eine Rede an die Nation gehalten hat und sich darüber beklagt hat, dass es an Barmherzigkeit und Empathie und Mitgefühl in Russland fehlt. Ich habe ihm geschrieben, er möge doch selbst ein Zeichen von Barmherzigkeit zeigen und die jungen Frauen freilassen, die ja kleine Kinder haben. Er hat mir bisher nicht geantwortet. Das ist Ignoranz. Er möchte diese Zivilgesellschaft momentan zerschlagen. Spürt man das bei Pussy Riot? Seid ihr verfolgt? Seid ihr in Gefahr? Die Situation im Land verschlimmert sich. Es ist zum einen so, dass das Image unserer Gruppe nicht sehr gut ist innerhalb Russlands, weil einfach die Medien, die über uns berichten, unter staatlicher Kontrolle sind und entsprechend verfälscht das Ganze dargestellt wird. Es gibt Maßnahmen, die darauf ausgerichtet sind, Künstler zu unterdrücken, die Kunstfreiheit, die Meinungsfreiheit zurückzudrängen. Gleichzeitig werden Maßnahmen ergriffen, die eben Demonstrationen als solche unmöglich machen. Der Repressionsapparat wird immer stärker. Und es ist so, dass also zum Beispiel im Fall des 6. Mai die Verhaftungen immer weiter fortgesetzt werden. Es gibt in Moskau jetzt auch neue Leute, die Aktionen unternehmen, die verhaftet werden. Also die Repression läuft in vollem Gang.
Das finde ich im Übrigen als das Schlimmste noch mit, dass diese Aktionen von Pussy Riot diffamiert worden sind. Das ist eine Art von Rufmord, dass man das Image dieser kreativen Gruppe beschädigt hat. Und wir tun alles, um in Europa aufzuklären, dass das berechtigter politischer Protest war, der auch sehr kreativ ist und der auch tiefe Wurzeln hat. Und mich interessiert, ob ihr weitermacht, ob ihr weiter Mut habt und weiter Aktionen auch vorhabt. Ну, специфика деятельности группы такова, что мы заранее не объявляем. Das Besondere an Pussy Riot ist, dass sie ihre Aktionen vorher nie ankündigen. Generell ist es natürlich schon so, dass wir weiter kampfbereit sind und gerne auch in dem Bereich weiterarbeiten wollen. Мы собираемся выиграть и добиться отмены приговора и освободить наших подруг, потому что это очень сложно. Zum einen ist aber jetzt das Wichtige, was ansteht, dass wir gegen die entsprechenden Urteile vorgehen und die wieder aus der Welt bekommen. Und dann ist es so, dass jetzt auch nach unserer letzten Aktion so viele neue Gesetze verabschiedet worden sind, die uns einfach das Arbeiten als solches schwierig machen. Das ist also zum einen, dass das Tragen von Balaklavas zu einer Ordnungswidrigkeit erklärt worden ist. Dass es das Gesetz gegen die Propaganda von Homosexualität gibt, was ja in unserer Gruppe auch immer ein wichtiger Teil war, da Solidarität zu zeigen. Es gibt das Gesetz über die Beleidigung von religiösen Gefühlen Gläubiger. Das hat in einer Aktion ja auch eine wichtige Rolle gespielt. Призыв к какой-то смене режима. Und dann gibt es noch das Verbot, zum Umsturz der Staatsmacht aufzurufen. Und da gab es ja auch in einigen Liedern dann die entsprechenden Zeilen dazu. Сейчас вот признаны экстремистской четыре наших клипа, наши тексты, тексты песен, тексты просто. Also so sind die äußeren Umstände natürlich wesentlich schwieriger geworden, aber generell wollen wir in dem künstlerischen Bereich weiterarbeiten. Но тем не менее настроение такое, что мы будем бороться, стараться как-то это все продолжать. Das ist das Schlimme, dass Russland eben nicht auf dem Weg zur Demokratie ist, wie Putin in Hannover behauptet hat, sondern auf dem Weg in die Diktatur. Es ist jetzt schon ein Polizeistaat. Und meine Frage an euch ist, wir haben nächste Woche einen EU-Russland-Gipfel hier in Brüssel. Also Putin wird nach Brüssel kommen. Was erwartet ihr von der EU? Was sollen wir tun? Was können wir tun? Мы думаем, что следует вести себя жестче, то есть поскольку создается ощущение, что последнее also, время... Die Haltung gegenüber Russland sollte wieder härter werden. В какой-то момент в начале уголовного преследования, пока шли суды, когда... Man hat im Moment das Gefühl, dass Putin anfängt, sich zu entspannen. Im letzten Jahr war es anders. Als der Prozess gegen Pussy Riot lief, war es so, dass sich russische Offizielle eigentlich schon fast nicht mehr ins Ausland getraut haben, weil sie hier unangenehme Fragen gekriegt haben, sowohl von Politikern als auch von Journalisten. А в последнее время существует тенденция, что это все как-то уходит из вопросов журналистов. Und das ändert sich jetzt insofern, dass Putin anscheinend wieder selbst ganz entspannt ins Ausland fährt. Und da ist einfach der Ansatzpunkt, dass die Fragen nicht aufhören dürfen, dass einfach da eine harte Haltung gegenüber Russland angebracht ist. Задавать неудобные вопросы и требовать от него отмены этих законов и отмены нашего уголовного преследования. Das kann ich euch garantieren, das werden wir mit Sicherheit tun. Wir haben demnächst zu entscheiden, dass es eine Visaerleichterung gibt und unsere Position des Europäischen Parlaments ist Visabefreiung für die russische Bevölkerung, aber eine Visafreiheit für Dienstpassinhaber wird es nicht geben. Also wir müssen diese Regelung ratifizieren. Und wir werden auf jeden Fall darauf achten, dass die Beamten, die sich an den Repressionen beteiligen, die im Justizapparat arbeiten, die das alles gegen die Zivilgesellschaft momentan tun, dass die keine Einreise bekommen nach Westeuropa, um ihr Geld hier umzusetzen, um ihre Villen in Westeuropa zu besuchen und ihre Kinder, die hier studieren oder zum Shoppen einfahren. Also das können wir tun und dann wird die entspannte Haltung von Putin auch wieder etwas geändert sein.
Да, это потрясающая идея. И Das Thema mit der Visabefreiung wird in Russland auch intensiv diskutiert und halt auch gerade die Idee, dass es die Staatsbediensteten treffen soll, die dann visafrei fahren können. Und das ist ja was, was in Russland eigentlich nur die Korruption noch weiter voranbringt, weil dann die Beamten wieder in einer noch privilegierteren Situation sind. Und insofern halten wir es also sehr für sehr sinnvoll, dass es sowas gibt wie in den USA die Magnitsky-Liste, die ja einen offenen Teil hat und einen geheimen Teil. Und soweit ich weiß, ist da auch, oder ich weiß, dass da auch die Richter, eine Richterin drin ist, die unsere Freundin verurteilt. Insofern ist mir klar, was für ein wichtiges Mittel das, Kampfmittel das ist, um gegen solche Leute vorzugehen. Ich will euch ganz kurz mit unserem Fraktionsvorsitzenden Danny Cohn-Bendit bekannt machen. Vielleicht kennt ihr ihn, das ist ein mutiger Mann, der schon 1968 in Paris auf der Barrikade gestanden hat und für Freiheit und Demokratie gekämpft hat. Ja, ich wollte nur Hallo sagen. Ich wollte und Ihnen viel Mut wünschen. Wie geht's? How are you? How are you? Kakiela. Also es ist sehr angenehm und wunderbar, wie viele Unterstützer es hier gibt. Und das ist genau in der Situation auch jetzt enorm wichtig für die Frauen. Und ganz kurz, wie geht's weiter jetzt in Russland? Wie lange muss die Dritte noch im Gefängnis? Haben 2 Jahre beide bekommen. Zwei Jahre Lagerhaft. Ja. Können wir die beiden besuchen? Habt ihr Möglichkeiten, dass wir sie besuchen können? Ich Also das wäre eine ganz wunderbare Sache, denn Mascha hat ja jetzt den 8. Tag ihres Hungerstreiks, ist da komplett isoliert. Vom Gesetz her ist es generell erlaubt, dass sie den entsprechenden Besuch erhält. Die Lagerleitung versucht aber selbst den Kontakt zu den Verwandten zu unterbinden oder schwer zu machen. Nur haben die Verwandten natürlich ein ganz anderes Standing als jemand, der aus dem Europaparlament fordert, ich will sie besuchen und alles dran setzt, dass dieses Gesetz, was ihm gesetzlich zusteht, eben auch umgesetzt wird. Und das wäre also auch eine ganz wunderbare Unterstützung. Das würde auch zeigen, dass eben hier in Europa gehört worden ist, warum Mascha im Hungerstreik ist. Das ist ja nicht nur für sich, sondern für wegen der Konditionen im Lager, die alle betreffen. Also das wäre ein ganz unglaublich hilfreiches Signal. Bei Nadja ist die Situation ganz ähnlich. Sie hatte am 26. April ihre Anhörung wegen der Entlassung auf Bewährung, die abgelehnt worden ist. In dem Verfahren sind natürlich Verstöße zur Sprache gekommen, die die Lagerleitung sich zu Schulden kommen lässt. Und dafür ist sie jetzt aktuell Repressionen ausgesetzt, also kriegt ihre Briefe nicht zugestellt. Vorher war es noch möglich, dass Journalisten mit ihr über Telefon Kontakt hatten. Es gab dann ein paar Interviews. Das ist jetzt auch nicht mehr möglich. Also schon vor der Gerichtsverhandlung durften nur noch Verwandte anrufen. Und inzwischen ist es sogar so, dass also auch die Verwandten sagen, es ist schwierig geworden, sie überhaupt noch zu erreichen. Also da hat wohl auch länger keiner mehr mit ihr gesprochen. Und dieses informationelle Vakuum, das da aufgebaut wird, zu durchbrechen, also diese Wand einzureißen, das können wir alle nur zusammen. Da fährst du hin? Ja, klar. Ja, natürlich. Ich glaube, man muss diese Isolationshaft durchbrechen. Es ist ja schon schlimm genug, dass ein Land, was dieses Gulag-System hatte, heute junge Frauen, die für eine künstlerische Performance ins Lager für 2 Jahre steckt, noch dazu, wo sie kleine Kinder haben. Es ist ungeheuerlich. Und dieser Protest darf nicht nachlassen in Europa. Und man muss natürlich auch im Kopf behalten, dass das, was mit unserer Gruppe passiert, jetzt kein Einzelfall ist, sondern dass viele Leute, die sich in künstlerischer Weise ausdrücken, die sich politisch ausdrücken, genau den gleichen Repressionen gegenüberstehen. Okay. Okay, wir bleiben dran. Good luck.
Good luck. Thank you.